Ist es unhöflich, wenn wir schon mal anstoßen? Hm. Nö. Nur ein Schwein trinkt allein. Stößchen. Wenn es jetzt nicht im Fernsehen wäre, hätte ich gegrunzt, glaube ich. Traust du dich nicht? Nee, das würde ich nicht machen. Ich traue mich so einiges, aber grunzen im Fernsehen, sage ich jetzt mal, obwohl es ist ja Fernsehen. Fernsehen? Würdest du nicht? Nein, außer vielleicht auf Premiere, das guckt ja keiner mehr, glaube ich, mittlerweile. Heißt auch Sky mittlerweile. Ach so, okay. Dann damit hast du aber auch schon verraten, dass du ein bisschen älter bist, Peter. Warst du oft allein? Warst du oft allein? Warst du oft allein? Wir wollen zusammen sein. Was hast du gerade gesagt? Geil. Das ist cool. Ja, ne? Das ist ein echtes Fahrstuhlinterview. Cool. Aber jetzt wollen wir auch noch wissen, was hängt da eigentlich bei uns die ganze Zeit? Weil da, wo gerade Station 17 die ganze Zeit davor gespielt haben, das sind ja Werke von euch und auch von dir. Ja, unter anderem, also ich habe jetzt explizit nur an diesen verschiedenen Köpfen mitgearbeitet, die da überall hängen. Und die großflächigeren Dinge, die sind dann Werke von, also bunt gewürfelt von allen, die da irgendwie mitarbeiten. Und das habt ihr ja extra für die Sendung gemacht. Und es sind ja wahnsinnig viele Köpfe auch. Und sind es auch genauso viele Leute, wie daran mitgewirkt haben? Oder? Nein, also wir haben, also jeder hat dann, was weiß ich, einer hat 3 gemacht, einer hat 5 gemacht. Das ist dann ganz unterschiedlich. Mhm. Aber was sehr spannend ist, in der Sitzgruppe, da hängen ja auch 2 Pumpfiguren. Aha. Und die Pumpfiguren, das bin ich. Das bist du? Ja, ja. Ich habe mich irgendwie so eine riesen Pappe gelegt und einer hat dann mit einem Stift um mich rumgemalt. Aha. Ich habe gesagt, wenn ihr meine Kleidung anmalt, gibt's Haue. Das ist dann nicht passiert. Du hast ja schon aufgegessen. Ich habe ja auch Hunger gehabt. So. Also ich meine, ich bin eben gerade rübergegangen in den Raum, da war natürlich nichts mehr da. Wie, war es nichts mehr da? Denn eine halbe Stunde die Jungs alleine gelassen, die lassen einem ja nichts übrig. Ja, aber ihr seid ja auch 10 Mann, ey. Mhm. Ja. Ist er nicht ein bisschen irre so? Ja, ist total, ist geil. Ja, wunderbar, ne? Ist wunderbar, ja. aber so viel. Ja, fällt da. Mhm. Aber ist so viel. Wie kann jeder dazukommen oder wie kommt man zu Station 17? Also es sind unterschiedliche Wege, glaube ich, die zu Station, also die von jedem Einzelnen zu Station 17 geführt haben. So. Also du kannst aber ruhig auch mal auf dich eingehen, weil dein Weg zu Station 17 führt über Frankfurt direkt nach Hamburg in die Bahn 16. Ja, gab es noch so einen Umweg, so einen unglücklichen über Ludwigsburg. Fehler. Wir laufen auch nicht in Ludwigsburg. Ja. Über Internet. Schade. Die Internet in Ludwigsburg? Wahrscheinlich nicht. So, ja. Die haben große Kehrwoche, glaube ich. Also. Jetzt pass auf, jetzt geht's auf. Damit gewinnen wir den Grimme-Preis.